Und letzter Redner zum Pflegefondsgesetz ist nun am Rednerpult Rupert Doppler. Er ist fraktionslos. Das Pflegefondsgesetz hat gute Ansätze. Und bei dieser Gelegenheit darf ich mich bei allen Menschen, die hier beschäftigt sind, die Leute pflegen, ganz herzlich bedanken, aber auch von dieser Stelle aus, meine sehr geehrten Damen und Herren, einmal ganz herzlich bei den Familienangehörigen bedanken, denn die leisten hier auch Großartiges. Ein herzliches Dankeschön von dieser Stelle aus, meine Damen und Herren. Es stimmt und ist bereits angesprochen worden, dass die 15a-Vereinbarung die Zuständigkeit der Festlegung der Leistungsstandards im Pflegeheimen im Aufgabenbereich der Bundesländer liegen. Der Personalschlüssel soll sich am Ziel der qualitätsvollen Pflege orientieren. Und dieser Personalschlüssel ist in manchen Bundesländern zu niedrig bemessen. Beschäftigte haben dort Überstunden, leisten Großartiges, können die Überstunden nicht abbauen, können den Zeitausgleich nicht konsumieren. Als wesentliches Ziel des Pflegefondsgesetzes wird die Harmonisierung der sozialen Dienstleistungen für ältere und pflegebedürftige Personen in Österreich genannt. Und genau in diesem Sinn wäre es zielführend und wichtig, bundeseinheitliche Vorgaben, was die Personalaufteilung im Alters- und Pflegeheime betrifft, zu machen, damit die älteren Menschen weiterhin bestens versorgt werden und damit auch das Personal dementsprechend ordnungsgemäße Arbeitsbedingungen haben. Herzlichen Dank.